Aparte del Tristán que hacemos en el Colón y las sinfonías de Brahms, hay un programa de Debussy y Stravinsky. En realidad, ya el hecho de hacer el Tristán y las sinfonías de Brahms, que eran personajes muy opuestos y lo único que tenían en común era el odio para el otro. Aparte de eso, hay que decir que Stravinsky también fue una figura históricamente hablando muy importante para la música. Y justamente Debussy, que había estado completamente convencido del wagnerismo y había ido a Bayreuth, al final se dio vuelta. Y las imágenes no son tan lejanas de Stravinsky. Era ya en la época donde él abandonó la influencia wagneriana y se juntó más a Stravinsky. No hay que olvidarse que fue Debussy que hizo todos los ensayos para los bailarines al piano con Stravinsky de la Consagración de la Primavera. Así que había abandonado el idioma wagneriano para acercarse mucho más a Stravinsky. Y había una gran admiración y una gran cercanía entre ambos. Por eso los puse juntos. Also im das andere Konzertprogramm mit Stravinsky und Debussy würde ich gar nicht, ist nicht unbedingt ein Gegensatz, wenn man das mit Brahms in Verbindung bringen möchte. Weil wenn man jetzt schaut, die Verbindung Brahms-Stravinsky entsteht für mich zum Beispiel bei Schönberg. Weil Schönberg hat sehr viel von Brahms genommen, hat sehr viel von ihm auch bearbeitet, war ein großer, er hat ihn sehr geschätzt und hat sehr viel von dem, was an modernen Strukturen auch da war, auch in seine Komposition mit reingenommen. Und wiederum Stravinsky ist auf Schönberg getroffen und hat viel von Schönberg auch mitgenommen. Und selbstverständlich das, was ich auch bei Brahms in diesen rhythmischen Strukturen, dieser Komplexität, was wirklich neu war zu Brahms Zeit, was sich da schon zeigt, das zeigt sich selbstverständlich bei Stravinsky umso mehr. Es gibt ja eine ganz besondere musikalische Brücke zwischen Berlin und Buenos Aires, zwischen der Berliner Staatsoper und dem Teatro Colón, weil einige unserer bedeutendsten Musikdirektoren, Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler und nicht zuletzt und sehr ausführlich auch Erich Kleiber, ja sowohl in Berlin als auch in Buenos Aires gewirkt haben und hier seinerzeit natürlich speziell das deutsche Repertoire gepflegt haben. Aber auch Sänger von der Berliner Staatsoper haben hier in Buenos Aires große Auftritte gehabt. Natürlich auch durch die Zeit des Nationalsozialismus, wo dann einige jüdische Sänger, Musiker und eben der Dirigent Erich Kleiber oder die Familie Gielen nach Buenos Aires gingen, um hier künstlerisch weiterzugehen. Josef Gielen, der große Regisseur, dann der Sohn Michael Gielen, unser hochverehrter Principal Guest Conductor, der jetzt schon über 90 Jahre ist. Und da gibt es noch eine ganz schöne Geschichte aus dem, glaube ich, Ende der 1940er Jahren, als Wilhelm Furtwängler hier in Buenos Aires die Matthäus-Passion von Bach dirigierte und der junge Daniel mit seiner Familie im Publikum weilte und Michael Gielen, natürlich schon ein paar Jahre älter, als Korrepetitor und junger Dirigent am Klavier das Continuo spielte. Davon gibt es übrigens auch eine Aufnahme. Und das muss auch einen sehr großen Eindruck auf Herrn Barenboim gemacht haben als junger Knabe, sodass er sich eigentlich immer gewünscht hat, mal die Matthäus-Passion aufzuführen. Ich hoffe, er macht es noch einmal. Ja, aber das ist natürlich, da weht so ein Hauch von Geschichte, wenn man das hört oder wenn man weiß, der Erich Kleiber, der in Berlin den Wozzeck uraufgeführt hat, großer Dirigent in Berlin, aber auch in Wien und in Buenos Aires. Und alles ist verbunden mit der Staatskapelle, mit der Staatsoper. Das lässt schon das Herz höher schlagen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.